Du kommst doch morgen, oder? Ja, freilich. Es gibt doch was umsonst. Gott sei Dank habe ich nur einmal im Jahr Geburtstag. Da kannst du nur Kollegen einladen? Fast nur. Der Kreisky hat abgesagt. Fährst du heute noch raus? Geil, bei dem Wetter? Nein. Morgen in der Früh. Und den Schrammel nehme ich gleich mit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Du bist das? Autoversicherung. Nein, der Heller. André? Nein, der andere. Von den Straßen von San Francisco. Offizielle US-Delegation verhandelt in Hamburg. Seid ihr vielleicht schon beim Essen? Nein, ich bin ja beim Kochen. Außerdem, die Sissi ist halt gar nicht da. Was kocht denn? Verschiertes! Suppe. Gibt's auch. Alles fertig hergerichtet. Wir können nach dem Essen gleich fahren. Na, heute fahren wir nicht mehr. Erst morgen in der Früh. Hast du gesagt, dass du heute schon in den Garten fahren willst? Bei dem Wetter? Mir ist das nur recht. Bei der könnten in den Garten fahren, finde ich eh blöd. Ich habe Geburtstag morgen. Was? Bis jetzt haben wir noch jeden Geburtstag unten im Garten gefeiert. Gescheit finde ich das trotzdem nicht. Wann es sich abbrechen soll und ob es hier in einem Brief von Hugo Freitag. Servus Bundesheer. Servus Bundesbank. Schmeckst du was? Ja. Die Süße ist drin. Fast zwei Stunden. Ja, ja. Ich fliege auf den Flieger. Servus. Wegen mir muss nicht aufstehen. Ist schon lang geworden? Nein. Na ja, ich habe Übungsflüge gemacht. Wo können wir denn heute gehen? Zu mir. Das heißt ins Haus für meine Eltern. Die Siedlung? Mhm. In die Eidsburg? Ich war heute Nachmittag schon dort. Und? Ich hab eingeheizt. Sehr. Willst du was trinken? Nein, heute nicht. Das hat bei mir überhaupt keinen Sinn. Was? Servus. Servus, Bundesbahn. Servus. Wo ist denn die Süße? Die ist am Nachmittag schon rausgefahren. Was? Die ist im Garten? Allein? Ja, willst du nachfahren? Deine Tochter ist 22. Das sagt gar nichts. Immerhin ist unser Haus am Rand der Siedlung. Ist das so schlecht, wenn wir einmal allein zu Hause sind? Nun sehen wir aber Marlies Oberholzer. Sie hat bereits einige beachtliche Abfahrtsergebnisse erreicht. Für einen absoluten Spitzenrang kommt sie jedoch noch nicht in Frage. Auch sie verwendet wie zur Briten den Lochski. Kochen muss ich sie schon. Aber bei der Zwischenzeit hat sie bereits. Du und zwei. Deine Eltern kommen halt nicht mehr? Nein, bis jetzt nicht gekommen sind. Ist fast eine Polizistensiedlung da. Etliche Kollegen vom Papa haben Häuser heraus. Du willst nicht mehr? Na ja, bei so viel Polizei in der Nachbarschaft. Magst du vielleicht wegen der Erna nicht mehr? Weg kein Blödsinn. Wie ist das mit der Erna? Du bist ja mit dir verlobt. Erna kommt erst morgen. Ja. Am Wochenende bist du verlobt, am Freitag bin ich dran und unter der Woche. Das hast du alles von Anfang an gewusst. Aber die Erna weiß nichts. Wenn du es nicht sagst, das will immer noch wieder ein Eis kosten. Trotzdem lieber da. Gästezimmer vom Wirtshaus hätte ich mich bald nicht mehr traut. So kalt ist doch gar nicht. Ich bin kein Wärmeflaschen. Nicht? Ich bin Flieger. Willst nicht landen? Morgen. Morgen, Inspektor. Inspektor gibt's keinen, am Wochenende schon gar nicht. Eine Kiste Bier hätte ich gern. Lager oder Spezial? Spezial. Spezial. Ja, hol ich schon. Ach so, der Geburtstag ist wieder. Richtig. Da kriegst du von mir aber auch das obligate Stamperl. Oh. Wollen Sie einen? Jetzt haben Sie mich überredet. Also. Prost. Prost. Ah, ja. Ah ja, einen Wein brauche ich auch noch. Drei Doppler Weiß, bitte. Mhm. Und was macht das zusammen? Der Spezi macht 120, der Wein 180, 300 Brot aus. 300, runde Summe. Hm. Der Erich tragt denen die Sachen schon zum Wagen. Na ja, danke, das ist gar nicht nötig. Nein, ich schaff das schon, Erich. Da. Irgendwas auf. Was heißt denn das? Das?
ist die Kundschaft, die bei mir unerwünscht ist. Also originell. Aber viele von den Jungen schauen doch heute so aus. Na eben. Nichts arbeiten, verwahrlost und Rauschgift den ganzen Tag. Die kennen doch zur Arbeit zwungen. Also, ich meine so wie früher. Also bitte, das habe ich nicht gesagt. Also dann, Herr Littler. Also Sie sind einer. Wiederschauen, Herr Inspektor. War das einer von den Polizisten aus Wien? Ja. Sisi, mach auf, wir sind's. Da wird doch nichts passiert sein. Ja, was soll denn passiert sein? Sie sperrt doch sonst nie ab. Außerdem ist unser Haus schließlich am Rand von der Siedlung. Ja, dann ist es in Ordnung, dass er absperrt. Sisi! Er ist schlecht! Wo ist denn der Schlüssel? Da unten im Handschuh. Was man nicht im Hirn hat, hat man in die Füße. Du kannst da bleiben. Ich habe stets einen Schlüssel bei mir. Sadist. Das Licht ab mitten in der Nacht. 10 ist in der Früh. Gehst halt nicht immer so spät ins Bett. 10 ist? Na ja, vorbei. Brauchst du jetzt 2 Gläser zum Trinken? 2 Gläser? Sag mal, du stellst Fragen. Fällt dir gar nichts auf. Na? Besuch hat sie gehabt, nicht? Wenn's die alles so genau weißt. Meine Batschen, die stehen auch nicht auf ihrem Platz. Hier, bitte, bitte, meine Haarbürste mitten auf dem Esstisch. Ja. Und meine Haare sind das auch nicht. Bravo, Sherry Cotton. Der Besuch ist sogar noch im Haus. Na, schau mal in den Kasten. Ja, deine blöden Witz, die kannst du. Kannst du wirklich sparen. Also das eine sage ich dir, das war das erste und letzte Mal, dass du in meinem Haus Besuch gehabt hast. In meinem Haus nicht. Ja, verstehst? Ich bin alt genug. So alt kannst du gar nicht werden, dass ich meine Erlaubnis zu... verstehst, nicht? So, und jetzt stehst du auf! Dist! Also, das ganze Hochsteinerin! Mensch, bei der Gertrude kriegt er ihren Fall. Nicht ständig nur auf die Jugoslawen ausgewiesen wärst. So unlogisch war das gar nicht. Nein, unlogisch war es nicht, aber falsch. Auf jeden Fall habe ich dich jetzt wieder am Hals, das steht fest. Vergiss mich. Ja. Aber wenn du so weitergemacht hättest, wärst du jetzt wahrscheinlich schon wieder im Verkehrsdienst. Siehst, da brauchst du keine Angst haben, dich brauchen sie da nicht. Höchstens als Straßensperre. Der Witzig. Tja, okay? Meine Herrschaften, das war das letzte Bier. Ja, da holen wir uns. Ich wollte doch mit seinem Geburtstagsbier selber holen. Warum denn nicht? Ich trinke es ja, ne? Genau. Ja, gehen wir. Ja. Da, ein Kissen Bier vom selben. Ja, aber jetzt genügt ein einfaches Bier. Fällt eh keinem mehr auf, der Unterschied. Geburtstagsfeier ist ganz lustig. Feiern ja auch am Geburtstag. Ja? Aber wer hat denn hier außer mir noch Geburtstag? Ich morgen. Oh, da gratuliere ich natürlich. Lass uns bleiben, ist keiner neugierig drauf. Was regen Sie denn auf? Ein Küsschen in Ehe. Ich regen mich aber auf. Und jetzt verschwinde. Jetzt reicht's aber. Weißt du überhaupt, wer das ist? Sicher. Na, von den Kiewer aus Wien. Aber bei uns ist er auch niemand. Auch gar niemand. Du, das ist aber die falsche Richtung. Es kommt drauf an, wo man hin will. Wo bist du? Zu dir nicht. Du, er geht ja immer zu mir. Warum denn jetzt auf einmal nicht? Ich stell dir nicht so dumm, du weißt genau, was los ist. Ja, nix. Gar nichts weiß ich. Aber ich weiß, wo du gestern in der Nacht gewesen bist. Wahrscheinlich jeden Freitag bist. Du, von wem bist denn das wissen? Das geht dir gar nichts an. Du, der hat sicher wer was Falsches erzählt. Bestimmt nicht. Müssen wir jetzt vielleicht sagen, dass du nicht bei der Polizistenflitschen aus Wien gewesen bist. Du glaubst mir nicht? Na. Erna! Erna! Wart doch! Jetzt lass mich endlich in Frieden. Ist zwecklos und lass mir nur so lange nachrennst. Ich möchte nur wissen, was du wirklich hast. Für wie deppert holst du mit den anderen von deinen Freundinnen? Mit deiner hinnigen Uniform kannst du mir nimmer mehr imponieren. Aber wir sind verlobt! Gewesen. Du, bleib da! Blöde Kuh, blöde. So blöde.
Noch eine Strophe. Können Sie den Text? Höchste Zeit, dass sie mit dem Bier kommt. Ja. Na, und? Ah. Sind wir noch an Hunger? Hm? Nein, ich wäre noch beim Lagerfeuer geblieben, aber. Ich will nicht schuld sein, wenn du verhungerst. Vielleicht ist noch was da. Mhm. Dann sieht's, dass du 45 bist. Wieso? Der Kopf wächst dir durch die Haare. Mhm. Bravo. Einmal nicht zu heiß. Servus, Bundesheer. Servus, Bundesheer. Na, ist das Bundesheer heute nicht zum Schuss gekommen? Der Herrn ist mir weg heute. Wo warst du denn dann so lang? Ich hab's dann doch gesucht. Bei ihr daheim war er auch. Da ist er aber nicht. War er noch mal da? Nein. Du lügst ja. War der Herr noch mal da? Hm? Da hör ich nicht. Dein Ruf als Bundesherr Casanova ist auf jeden Fall beim Teufel. Ja. Wenn er mir eine anhört, rufen sie die anderen bald an. Du kannst nicht aufhören. Ich will nicht aufhören. Jetzt halt endlich die Papen. Sonst bist du das wirklich. Was? Bin ich tot. Wirtshaus! 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 Ein Flaschen Cognac. Ich stell's mir uns jetzt ins Hirn. Wie spät ist jetzt? 11 vorbei. In ein paar Minuten ist 12. Ich komm eh gleich. Hast gesagt. Da war es noch hell. Soll ich dir sagen, was du bist? So kommen Sie zu sich. Was gibt's denn? Schiss. Der Polizist aus Wien ist mir offen. Jetzt, nach so vielen Stunden fällt dir der ein. Wenn du einen offenen Arme schöne Augen machst, kannst du dich schleifen. Wie rät's denn? Ist jetzt eine Prinzessin? Was gefällt dir denn so an den Kotern? Aber nix. Vielleicht gefällt mir an ihm, dass er eine geregelte Stellung im Staatsdienst hat. Staatsdienst bin ich doch selber. Ja, aber als Gleisarbeiter bei der Eisenbahn. Wenigstens Kontrolleur wärst. Kontrolleur? Was ist denn schon ein Kontrolleur? Ein alter Schaffner. Außerdem bist du verheiratet. Ja, das ist der Kotan sicher. Du musst auch noch in Urlaub fahren. Was geht dort noch bei mir? Fahr mal in Urlaub. Das ganze Tag? Nach Jugoslawien? Ja, vielleicht. Ja, nach Jugoslawien. Da fährt heute schon jedes Arschloch. Wie rät's denn? Na, schau dich doch an, so frisch bist du ja nimmer. Na, von deinen Bekannten bin ich immer noch die Jüngste. Bist du da sicher? Das weiß doch auch jeder, dass du was mit der Wirtin gehabt hast. Mit der Wirtin? Wir haben ein paar was gehabt. Das ist ewig her. Ewig? Ich kann aber gehen. Geh damit, kein Blödsinn. Der Schremser macht's nicht mehr lang. Er probiert mitten im Winter sein Rasenmäher. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Es ist nicht nur Winter, es ist 8 Uhr früh. Bei der Südtemperatur werden zwischen 0 und 3 Grad liegen. Und in der Schweiz ebenfalls heiter bis wolkig. Willst du nach dem Mittagessen erst retourfahren? Sowieso. Kochen muss sie ihn schon. Herein, wenn es nicht die Polizei ist. Morgen. Entschuldigen Sie, Herr Kottern, wir haben ein totes Mädchen in der Au. Mädchen? Eine junge Frau, wahrscheinlich am Mord. Ich wollte Sie fragen. Ja, ich misch mich da nicht ein. Dafür ist ausschließlich die niederösterreichische Mordkommission zuständig. Ich weiß, die ist auch schon verständigt. Wird sich aber ein bisschen verspäten, weil schon um 15 angeblichen Selbstmord gerufen worden sind. Was soll ich da tun? Ich darf ja gar nichts tun. Ich kenne die Vorschriften. Vielleicht können Sie uns helfen, den Tatort absichern.
Jetzt sind zwar noch keine Leute dort, aber wenn sie das erst herumgesprochen hat. Na ja, ich komme gleich. Es ist ganz in der Nähe. Der Herr Schremser will uns auch helfen. Natürlich. Der Schremser lässt nichts aus. Können wir mitkommen? Ihr bleibt da. Wir sind die Herren aus Wien, die helfen uns. Beim Warten? Im Absichern vom Tatort. Herr, der Fundort einer Leiche ist nicht unbedingt der Tatort. Ja, da schaut es aber genauso aus, als ob es da passiert wäre. Können wir einen Blick drauf werfen? Bitte. Die kenne ich. Mir auch. Sie heißt Erna Bär. Die kennt fast jeder. Die war gestern im Wirtshaus. Ich weiß auch noch, wie der Soldat ausgeschaut hat, der neben mir gesessen ist. Ich auch. Meine Tochter ist auch daneben gesessen. Wir können jedenfalls im Moment auch nicht weg. Sehr froh, dass wir niederösterreich sind. Wieso? Das wär kein Fall für dich. Wie meinst du das? Weit und breit kein Jugoslawe, der ist dort in Frage kommt. Was ist das? Ein Taschentuch. Da liegen eine Menge Sachen herum. Und der Inhalt der Handtaschen ist überall da verstreut. Da lassen Sie es liegen. Aber das ist ein Männertaschentuch. Schau gleich, wo ein Monogramm drauf ist. Nein, Monogramm ist keins drauf. Ja, schaut. Ach doch, warte einen Augenblick. Da ist ein Monogramm drauf, AK. Was? Adolf Kottan? Ich geh jetzt Wirtshaus. Sollen wir mitkommen? Ich bleib da. Morgen, Herr Inspektor, gibt's dann morgen. Morgen. Sie wissen schon alles? Was alles? Wo ist denn Ihr Sohn? In der Kirche. Der ist jeden Sonntag in der Kirche. Der singt im Chor. In der Aue ist ein ermordetes Mädchen gefunden worden. Sie gestatten? Sie werden sie vielleicht kennen. Erna Bär heißt's. Die Erna? Ja. Ich bin sozusagen die Großtante. Allein ist weggegangen? Nein, mit Bösmüller Gerhard. Mit dem war sie verlobt. Ist das der Soldat, der neben mir gesessen ist? Ja, einer von den Flieger ist es. Aha. Na ja, dann schau ich noch mal schnell zum Flugplatz. Das brauchen Sie nicht. Der Bösmüller ist da. Wie? Da? Der schläft nicht mehr. Der ist nämlich nachher noch einmal gekommen, ist dann bis spät in der Nacht mit dem Peschiner. Das ist der Eisenbahner, zusammen gesessen. Ja, ich nehme ihn mit. Ja. Ja, dürfen Sie das? Ja, ich werde ihn recht höflich darum bitten. Was ist? Was ist denn noch? Stehen Sie auf, Herr Bösmüller. Schleicht Sie. Stehen Sie auf, Sie kommen mit. Das gibt's da überhaupt nicht. Mir schlecht. An Ihrer Stelle war mir auch schlecht. Oh, bitte, nehmen Sie da Platz da. Sollen wir ihn gescheit aufs Postenkommando bringen? Nein, ist nicht notwendig. Der rennt uns in der Verfassung nicht weg. Was heißt denn der Verfassung? Werde ich verdächtigt? Ja. Eine Mordkommission kommt sowieso gleich. Komm, komm mal. Und wer von euch ist der Mörder? Also. Der Gemeindearzt ist schon da gewesen. Der Gemeindearzt hat nur festgestellt, dass das Opfer niedergeschlagen und dann gestochen worden ist. Wie lange die schon da liegt, hat er nicht sagen können. Er glaubt aber, dass die Tote schon die ganze Nacht da liegt. Die Identität? Ja, die steht schon fest. Das ist der Schrammel aus meiner Gruppe. Grüße. Wer hat denn der Mörder die gefunden? Ich hab sie gefunden. Ich hab nur wollen einen Rundgang machen, den ich jeden Sonntag mache. Wann war das? Um 7 ungefähr. Ja, einen Verdächtigen haben wir auch schon. Der da? Ja. Der Mann heißt Gerhard Bösmüller, als Zugsführer im Fliegerhorst. Ist der Verlobte von der Toten. Gewesen. Er ist gestern Abend mit ihr aus dem Wirtshaus da vorne weggegangen. Da ist sie das letzte Mal lebend gesehen worden. Da sind sie mit ihr hergegangen. Da ja nicht. Sie sind da vorne auf dem Weg gewesen. Bin vom Weg nicht runter. Der eine ist mir davon gegangen. Wieso? Haben sie mit was droht? Nein. Sie war angefressen von mir. Es glaubt hat, ich war von Freitag auf Samstag bei einer anderen. Sie haben also mit dem Mord nichts zu tun? Na. Na gut. Wir werden dafür reden müssen, wir zwei. Bin ich verhaftet? So gut wie. Ist nichts gefunden worden, was dem Verdächtigen gehört? Ja, dieses Taschentuch da. Das haben sie verloren, oder?
Ich wohne da. So, ja. Sie wohnen da nicht. Ich weiß nämlich zufällig, wem die Villa da gehört. Na? Ich wohne da schon den dritten Winter da. Ja. Das ist noch nie jemandem aufgefallen. Ja. Aha. Was haben wir denn da? Aha. Was ist denn? Aha. Ich kenne Sie ja, Herr Hofrat. Aha. Aha. Ja. Schauen Sie, ich freue mich jedes Jahr so auf Ihren Geburtstag. Ja, danke schön. Wieso? Weil jedes Mal nach Ihrem Festhof überbleibt. Den dritten Winter wohne ich ja da. Ja, ja. Die Besitzer kommen da nie raus im Winter. Nur die Polizei, haben sie einen Ausweis? Ja. Wie weiß er, wie er heißt? Na schön, dann zeigen wir ihnen was. Da, Spurensicherung. Na komm, 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 komm. Keine Geschichte. Herr Hofmann, ja, Herr Professor, kommen Sie nur. Da geht's mir. Ja, gehen wir, gehen wir. Da komm, komm, komm. Da komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Na, du warst wahrscheinlich noch nie in der Gegend. Nein, ich war gestern immer in der Nähe vom Lagerfeuer. Das da ist in der Nähe vom Feuer. Da war ich nicht. Ist eigentlich eine Geldbörse von der Erna Bär gefunden worden. Ich habe nämlich eine gefunden, die könnte der Ermordeten gehört haben. Wo ist denn die her? Na, unser Freund, der hat's loswerden wollen. Also, was hast du gestern hier gemacht, bevor du die Brieftaschen geschnappt hast? Da war ich nicht. Jetzt ist Schluss mit dem Schmäh. Wie ich gestern vorbei war ja die Frau schon tot. Wie du vom Weg so abgekommen bist. So zielstrebig, hä? Wieso bist du gerade daher? Ich hab jemand wegrennen gehört. Wen? Aus der Siedlung weiß niemand, weil die kenne ich ja alle, ne? Fuck ja mein. Na komm her da. Eile da. Na, was sagst? Jetzt hast du sogar zwei Verdächtige. Dann viel Vergnügen. Ja, wer uns ja fährt, wenn die Geschichte so unkompliziert war. Servus. Servus. Also der Sandbart, der. Der Obdachlose ist sicher kein Mörder. Das glaube ich auch nicht. Obwohl, der bestimmt kein Alibi haben wird, genau wie der Bösmüller. Mir ist scheißegal, der Pilz macht das schon. Der ist tüchtig. Hm? Was ist? Hm? Ich glaube, die haben mit der Tür gehört. Wohnst du eigentlich schon da? Was ist denn? Habe ich bei dir Hausverbot? Ich trinke meinen Kaffee. Du sitzt auf meinem Platz. Wollen Sie auch einen Kaffee? Ich mach ihn schon. Dr. Mark, was würdet ihr dazu sagen, Danke. Wenn wir Dankeschön. Heute Nachmittag in die Sauna gehen und essen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich hab nichts dagegen. Schmecken's? Wenn ich ganz ehrlich bin, sind sie ein bisschen zu trocken. Mhm. Na, halt es halt ein bisschen in die Donau, vielleicht schmecken sie dann besser. Dabei frisst er jetzt schon das fünfte. Siebte. Also mir schmecken es. Ich tät mich noch mehr beeilen. Zuerst hast du ehrlich gehabt. Ja, weil ich hab gehen wollen und ich hätte auch gehen sollen. Aus einer scheißlichen Nacht ist nix gewesen. Bin auf einmal nur ich schuld, ne? Ja, die meisten Männer haben keine Probleme mit mir. Ah, der Herr Inspektor aus Wien hat schon recht gehabt. Mit was? Klinisch tot. Gusch, ich geh jetzt. Ja, dann halt keine Reden, geh! Musst gestellt sein, Punkt 12. Zum Mittagessen. Bei deiner Frau. Bei Frau war's aus dem Spül. Ja, hast recht, hast recht. Ist ja nur ein Trostpreis. Ach Gott, du bist wirklich eine lächerliche Figur. Bei mir nix. Daheim auch nix. Vielleicht musst du bei der Wirtin noch einen Stich. Ist ja noch deine letzte Hoffnung. Sind die zwei schon in die Sauna gefahren? Drüben beim Schremsen sind sie, packen die Sachen an und warten auf dich. Na. Was hast denn, Papa? Du fährst mir allein da nicht mehr raus. Ist das klar? Von mir aus? Was regst du denn auf einmal so auf? Früher habe ich nicht können. Mach mich doch vor meinen Kollegen nicht lächerlich. Bei mir aber schon. Deine Freundin, die Erna, ist jedenfalls tot. Das war nicht meine Freundin. Und den bösen Müller, der es wahrscheinlich umgebracht hat, den kennst du auch. Der böse Müller. Ja, der Herr Bundesheerflieger. Und was gibt's da zum Lachen? Nie. Nie im Leben hat er die Erna umgebracht. Auch der Weihnachtsmann persönlich. So gut willst du den kennen? Nein. Sag ja nur. Moment. Jetzt kenne ich mich genau aus. Wer war eigentlich am Freitag hier in meinem Haus,
Mit dir? Den kennst du nicht. So, den kenn ich nicht. Nein. Der Bös Müller war's. Das kannst du gar nicht wissen. Was ist denn das? Ein Taschentuch. Und zwar eins von meinen. Das hat dieser Herr Bös Müller, wie er hier war, einfach mitgehen lassen. Das war versehen wahrscheinlich. Ja, versehen, geh. Na, was sagst du jetzt? Und mit sowas liegt deine Tochter im Bett. Hat dieser Herr Bös Müller schon ein Geständnis abgelegt? Geständnis, Geständnis. Ist jetzt alles nur noch eine Frage der Zeit. Dann ist doch dieser Mord noch gar nicht bewiesen. Reg dich wieder ab. Ich will nicht. Seid fertig. Zum Schwitzen. Es ist kein Durchhaus. Kannst nicht anklopfen. Ist der Frau hinter dir her? Na. Diana ist tot. Versteh dich nicht. Ermordet, verstehst du jetzt? Ermordet? In der Au unten, im Holzschlagplatz. Geh, mach deinen Witz. Ich schmeiß einmal ausgegangen. Ja, aber der Bösmüller, der hat das. Der Bösmüller hat dich an der Marie verhaftet, in der Früh schon. Na, wenn die wirklich tot ist, dann hat er sie aber gestern auf die Nacht ganz schön verdächtig gemacht. Ich muss jetzt auf jeden Fall haben. Geh, warte auf mich, bin gleich fertig! Sofort doch! Kommst du? Moin, Freundin Silvia. Bin kein Freundin, lass mich vorbei. Wissen Sie schon, was passiert ist? Ja, das weiß ich, aber jetzt lass mich vorbei, sonst passiert noch was. Was willst du denn überhaupt? Horchen, zuschauen. Was anderes hat ja in deinem Kopf nicht Platz. Ich verstehe Sie nicht, Fräulein Silvia. Aber geht, das weiß doch auch jeder Mord, dass du fleißig an Liebespaare vermietest, damit du auf deine Kosten kommst. Das wissen alle. Für sonst was reicht's ja nicht bei dir. Der Erna bis dahin immer noch spioniert. Der Erna? Wieso? Der Erna? Gestern Abend bist du auch nachgegangen. Nein. Nachgegangen bist du? Nein, das hat niemand gesehen. Beiden bist nachgeschlichen. Das hat niemand gesehen. Und dann hat die Erna mit dem bösen Müll zu streiten angefangen? Und allein mit ihr hast du dir nicht zu helfen gewusst? Das hat niemand gesehen. So war's doch. Das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Entschuldigung, Freund Silvia, das hab ich nicht wollen. Jetzt schau dir das an, du Idiot! Bitte nicht schimpfen, Freund Silvia. Du darfst doch! Nicht schreien, Freund Silvia! Jetzt lass mich essen, du Idiot! Nicht schreien! Nicht schreien! Erich, um Gottes Willen, Erich! Nicht schreien! Was hast du denn da gemacht? Hey, bist du verrückt, Freund Idiot? Was hast du denn da gemacht? Was willst du denn rüber machen? Was hast du denn da wollen? Die Silvia hat mich gesehen gestern. In der Au, mit der Erna. Mit der Erna? Das kann doch nicht schimmern. Die Silvia war die ganze Zeit bei mir in der Gaststube. Was? Warum hast du denn so verletzt? Sag mal, da war das wirklich Blut auf dem Mantel? Ja, was hast du denn gemacht, die Erna? Ich hab ja nur nicht gewusst. Du, haben wir denn lieber zugeredet, haben wir denn lieber zu vernünftig gesetzt und nicht wieder alle nachspionieren hinter die verdammten Keimer. So eine Strafe, was hab ich denn gemacht? Ich rufe jetzt die Polizei an, Mama. Auf keinen Fall, Erich. Du bleibst doch. Du bleibst doch bei mir, verstehst? Ich bleib nicht allein in dem Haus. Und die Silvia, die schaffst weg, dann passiert nichts. Komm, hilf dir dabei. Also komm schon! Und in Zukunft hörst du mehr auf mich. Verstehst? Im Auto bringst du sie weg. Dann macht endlich weiter! Das saft jetzt auf Höhe. Wollt ihr einen Aufguss haben? Soll ich wacheln? Ja, wenn du gern stehst. Ja, ich hab nichts dagegen. Ich muss eh meinen finnischen Waschel ausprobieren. Was? Meinen finnischen Waschel? Der wird sicher krass werden. Ich hab mir den Waschel direkt aus Turku schicken lassen. Ah, zeig einmal her, dein Wunderwaschel. Ja. Ja, wo ist denn jetzt der Waschel? Ich hab da gerade mitgebracht. Wo ist der? Was? Na wo? Ah, der Schrenk, da sitzt wahrscheinlich drauf. Na, wo der drauf sitzt, da wächst kein Waschel mehr. Dann gehen wir auf die Tür zu diesem Ofen. Ah. Da sitzen Sie jetzt auf meinem Waschel. Da. Komm, Schrenk, du stehst doch auf. Ich will nicht aufstehen. Der sitzt drauf. Komm, geh sei nicht so kindisch. Steh auf, gib ihm seinen blöden finnischen Waschel. Was ist? Ist was? In der Au ist noch ein Toter gefunden worden. Wann? Vor einer halben Stunde. Und? Wo ist eure Mordkommission? Schon am Tatort. Waren die noch gar nicht weg? Die waren auf dem Posten beim Feuer. Na ja, dann fahren sie vor. Ich hab ja gesagt, schnall dich an. Jetzt bin ich eh angeschnallt, aber
War sauber. Und ihre Gurten genauso gut halten? Wie es heißt, weiß ich nicht. Ja, wie es heißt, wissen wir schon. Coronex Silvia. Aha. Die ist noch nicht lang tot. Ja, in der Früh haben wir die Tote sicherlich nicht übersehen. Na, wenn das stimmt, kann ich meine zwei Verdächtigen gleich wegschmeißen. Da waren sie in beiden Fällen der gleiche Täter. Dankeschön. Wir sind gerade noch rechtzeitig von vorher daher gerufen worden. Was verstehst du unter rechtzeitig? Der Bösmüller war kurz vor dem Geständnis. Das habe ich gesehen. Und die Schleifspuren? Die sind aus einem Auto ausgeladen worden. Was geht ihre Tochter weg? Weil die schaut nicht schön aus. Was macht denn ihr da? Ich hab doch gesagt, ihr sollt zu Hause bleiben. Wir wollten einen Spaziergang machen. Wisst ihr schon, wo die gewohnt hat? Immer noch bei ihren Eltern. Ich hab schon Arbeit von meinen Leuten dort. Aha, da werdet ihr nicht viel erfahren. Wir sollten lieber ins Wirtshaus schauen. Sie hat nämlich von gestern auf heute übernachtet. Warum? Sie wird sich gefürcht haben, allein im Bett. Da hat sie sich einen Eisenbahner für die Nacht genommen. Meinen Sie den Beschiner? Genau. Der Beschiner ist verheiratet. Oh nein. Wo wohnt denn dieser Beschiner? Auf der Hauptstraße. Nummer 23, glaube ich. Auf jeden Fall gleich neben der Milchsammelstelle. Na, da schauen wir uns den Herrn einmal an. Oder wächst nicht mehr? Doch, doch. Ist ja mein Hobby. Fast mit mir? Ja. Na komm. Und was passiert mit dem Herrn Bösmüller? Willst du dich beschweren? Was ist denn das? Gefallen? Also in mein Haus wird der jetzt nicht eingeladen. Dann in meins. Also passt auf, bei dem Mädchen von heute früh waren da Blutspuren. Also müssen auf die Kleider von dem Täter auch Blutspuren sein. Der Obdachlose hat nichts angehabt und beim Bösmüller erst recht nicht. Und das Gewand hat er nicht wechseln können, weil er nicht in der Kaserne war. Ja, müssen wir beim Bäscherer schauen, ob er am Rockhut auf der Hose was drauf ist. Sag einmal, ja? Hast du dein Krachen immer dabei? Immer. Herr Peschiner, kommen Sie raus! Das Haus ist umstellt! Ja, und jetzt? Ich werde mich nicht lang spülen. Machen Sie auf! Sonst brechen wir die Tür auf! Machen Sie auf! Das ist die letzte Aufforderung! Oder wir brechen die Tür auf! Au! Au. Komm! Peschiner, kommen Sie raus! Wo sind Sie? Polizei! Kommen Sie her! Was machen Sie da? Was machen Sie da? Ich hab gefragt. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich wohne da. Und wo kommen Sie jetzt so plötzlich daher? Aufs Gartendierl, immer ein Bier geholt. Sie wissen wahrscheinlich, dass gestern am späten Nachmittag oder am Abend in der Au ein Mord passiert ist. Und jetzt wollen Sie wissen, wo ich die ganze Zeit war? Ja. Und deswegen rucken Sie da mit 100 Kiewer rein. Aber bei mir nicht. Bei mir geht das nicht rein. Ich war gut. Den ganzen Nachmittag im Wirtshaus und am Abend auch. Und übernachtet haben sie auch im Wirtshaus. Die wissen eh alles. Ich bin im Wirtshaus geschlafen. Das war den Koronik, kann das bestätigen. Die war die ganze Zeit bei mir. Scheins, Albi. Dann prüfen sie das ruhig nach. Aber mit viel Diskretion, damit die Frau nichts merkt. Warum wollte ich sie gerade suchen? Ihr Alibi ist tot. Vor einer Stunde hat man die Frau Koronik in der Au gefunden. Ermordet. Blödsinn. Drehen Sie noch da einmal um. Was soll das? Sie sind so lieb, ja? Haben Sie das gestern auch angehabt? Ja. Und der Mantel? Der Mantel? Der hängt noch beim Wirten. Ah, darf ich den übernehmen? Wenn du willst. Na und ich? Ich hab noch eine Menge Fragen, aber im Haus, da ist mir zu kalt. Komm, gehen wir. Mach keine Geschichten. Eine damit. Halt es zu. Ah, Sie sind Herr Inspektor. Inspektor Dietzkan. Kommen Sie näher rein. Ja. Was soll es denn sein? Ah, zum Trinken nichts. Der Peschiner hat seinen Mantel vergessen, den wollte ich abholen. Da ist kein Mantel. Aber vielleicht am Zimmer. Könnte er mal nach. Nein, ich bring ihm schon, wenn er da ist. Aha, danke. Sie haben recht gehabt. Der Peschiner hat ihn wirklich vergessen. Oh, danke. Kann ich Sie zu gar nichts verführen? Ah, halt nicht. Also, wiederschauen. Wiederschauen. Ich. Sagen Sie, Ihr Sohn ist noch nicht da. Der hat sich hingelegt. Der legt sich am Sonntagnachmittag, wenn wir zugesperrt haben, immer ein bisschen nieder. Besser nochmals, Dankeschön. Bitteschön. Was hat er denn wollen? Der depperte Peschiner hat seinen Mantel oben vergessen. Und sonst haben Sie nichts wollen? Nein, du brauchst keine Angst haben. Haben Sie die Silvia schon gefunden? Das weiß ich nicht.
Hätte ich die Polizei fragen sollen? Wir sehen, wenn du vernünftig bist, passiert da nichts. Und das Zimmer vermieten, das geben wir auf. Ich habe aber Angst. Das brauchst du nicht. Pass auf dich. Auf mich musst du hören. Dann holst du dich nicht ab. Der Mantel im Hof wird sicher dem Wirt gehören. Ich kenne den Mantel. Ja? Er gehört dem Wirt. Na, auf was warten wir da noch? Bist schon wieder hudeln? Schrammel, Schrammel, immer wieder sage ich, so geht das nicht. Erstens haben wir hier nichts zum Sagen. Zweitens willst du jeden verhaften, der einen gewaschenen Mantel hat? Der Mantel ist ja gerade jetzt gewaschen worden. Die finden sicher trotzdem noch Spuren. Wenn er ihn doch gut genug gewaschen hat, dann sind wir die Blamierten. Wir können ja das Auto kontrollieren. Wenn er die Koronek mit dem Wagen in die A geführt hat. Sag, Moment, kann denn der Todl überhaupt Auto fahren? Bei uns kriegt ja jeder Blinde einen Führerschein, wenn er nur oft genug zur Prüfung antritt. Ich habe auch einen. Mir fällt da plötzlich was ein. Der Wirt, der gilt doch hier in der Gegend so ein bisschen als Spanner. Als Voyeur, meinst du? Ui. Andererseits, den Ruf hat er schon lang. Ja, und was weiß man über seine Mutter? Ihr Mann war beim Schickelgraber Obersturmbahnführer, ein alter Nazi, ist irgendwo verschollen. Den Burben hat es von einem Amerikaner. Wie der gehört hat, dass ihr Kind von ihm erwartet, da hat er sich schnell. Seither lebt es à la carte. Männer hat er genug. Aber keinen bestimmten. Wo doch? Einen hat's. Und den will er behalten. Und was wollen Sie jetzt machen? Ich? Nichts. Ich darf auch nicht. Der Pilz trifft hier die Entscheidungen. Ich könnte Ihnen höchstens einen Vorschlag machen. Wer ist denn das wieder? Jetzt holen Sie mich. Na, red kein Blech. Die Leute in den Nächsten können nicht einmal lesen. Heute ist Ruhetag. Entschuldigung, ich weiß nicht, das wird jetzt halb so. Wir wollten gerne ein Zimmer bei Ihnen. Zimmer wollen Sie? Wir vermieten doch Zimmer. Eigentlich nicht mehr. Ach, draußen steht angeschrieben, Fremdenzimmer. Ja, aber die Zimmer sind alle vergeben. Wollen die Herrschaften lange bleiben? Wollen wir lang bleiben? Nein. Da fällt mir ein, das Zweierzimmer ist heute in der Früh frei wollen. Wenn Sie es sich anschauen wollen. Nicht notwendig. Wir nehmen es auf jeden Fall. Ja. Also gut. Die Zimmer sind hinten. Durch den Hof. Der Schlüssel steckt. Danke. Zimmer 2. Wer war denn das? Fremde. Hast du ihnen das Zimmer vermietet? Ja. Und? Und die sind nicht von da? Nein. Da muss ich hin, wenn sie nicht von da sind. Da bleibst. Sei vernünftig. Ich mach nichts, Mama. Ehrenwort. Du kannst doch nicht schon wieder anfangen. Auf mich musst du horchen. Lass mich aus. Was, lass uns aus. Bleib da. Sehr schönes Zimmer ist das aber nicht. Ja, sehr schönes Zimmer habe ich nicht versprochen. Ein schönes Bett gibt's. Hugo? Jetzt? Was jetzt? Du musst dich nicht ausziehen. Doch. So viel Zeit haben wir nicht. Guten Tag. Wir haben zugesperrt. Ja, wir können lesen. Wir bleiben trotzdem da. Ist Ihr Sohn schon hinten bei den Zimmern? Was? Vor der Tür. Spechteln. Was wollen Sie denn vom Erich? Sie wissen es doch eh. Sie wissen doch eh, dass er die Erna Bär umgebracht hat. Und die Silvia Koronik.
Was Sie nicht wissen, ist, dass die Herrschaften, die jetzt hinten im Zimmer sind, die Frau Kottan und den Beamter der Mordkommission sind. Die Frau von Kottan, die war noch nie bei mir im Wirtshaus. Da bleiben Sie bitte. Weil der Sohn wird eh jeden Moment rüberkommen. Ja, wenn Sie so sicher sind, warum verhaften Sie ihn dann nicht ganz normal? Weil wir keinen sicheren Beweis haben. Und daran sind Sie wahrscheinlich eh schuld. Also ein Beweis wird Ihre ganze Theatervorstellung dann niemals. Na, aber eine gute Basis für ein Geständnis. Ist das alles? Ja, jetzt bist du dran. Hm? Ich glaube, das reicht. Die Polizei muss jeden Moment da sein. Ich weiß nicht. So lange kann mein Mann ja gar nicht brauchen, scheint er mal wie zu verständigen. Der Wirt wird Augen machen, wenn er erfährt, dass die Silvia gar nicht tot ist. Es hat funktioniert. Also ist unsere Vorstellung aus.